Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, wer tut's dann? Wenn ich mich um alle kümmere, dann lande ich garantiert im Burnout. Ja, sehr viele haben Angst vor dem Burnout, sehr viele haben Angst davor, zu kurz zu kommen, sehr viele haben Angst, in diese schlimme Sackgasse zu laufen. Und darum soll es heute gehen, um Burnout und ganz kurz Depression. Ich bin kein Spezialist, deswegen wird es eher eine kurze Einheit. Wir hatten es bisher vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und dann aber viel Frucht hervorbringt. Und genau vor dieser Hingabe haben so viele Angst. Schließlich hört man überall von Leuten, die Burnout haben. Es gibt bisher keinen wissenschaftlichen Konsens über das Burnout. Ich denke aber, dass daran sehr geforscht wird und dass es dann da irgendwann mal Ergebnisse dazu gibt. Bisher beruht das alles auf der Freudenberger Theorie. Die hat 12 Phasen, oder dieser Herr Freudenberg hat 12 Phasen des Burnouts rausgearbeitet. Wir werden nicht alle durchgehen. Mir ist eigentlich nur der erste Punkt sehr wichtig. Und das, die erste Phase, und ist noch überhaupt nicht, da hat man noch überhaupt keinen Burnout. Aber das ist der Ursprung, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar geht es darum, sich selber, ja, der will heute, ist heute auch gut dabei, muss ich ein bisschen bewegen. kurz überlegen, er hat mich abgelenkt. Genau, die erste Phase ist, man will sich selber und anderen etwas beweisen. Und ich denke, da ist schon der erste Denkfehler. Da ist der Ursprung dafür, dass man überhaupt die nächsten Schritte gehen kann. Und zwar ist es so, wenn... Das ist sehr in sich selbst. Also man kann nur scheitern, wenn man anderen was beweisen will, weil es wird immer jemand Besseres geben. Es wird immer jemand geben, der sagt, oh, das ist aber schlecht, oder der zumindest mit einem Blick sagt, dass es nicht genügend ist. Wir werden nie genug sein in unserem Maßstab und auch nicht im Maßstab von anderen. Und ich denke, da können wir uns so schnell drin verlieren, dass wir uns selber oder anderen was beweisen wollen. So viel zum Burnout. Ich möchte da gar nicht weiter sagen. Das ist mein Gedanke dazu. Ich möchte noch viel mehr kurz auf die Depression eingehen. Da gibt es ja auch 3 Phasen der Depression. Nicht Phasen, es gibt 3 Formen der Depression. Das ist, das eine ist, da ist in den, im Kopf funktionieren die Botenstoffe nicht richtig. Das ist aber eher eine seltene Form von Depression. Dann gibt es die posttraumatische Depression, da ist etwas Schlimmes passiert. Und danach ist alles grau und traurig. Und ja, da braucht es Gespräche. Braucht aber vor allem Zeit, dass das heilen kann. Und dann gibt es noch die 3. Form, und das würde ich mal sagen, ist eine Art und Weise zu denken, die nicht gut und gesund ist. Und meistens ist es eben diese Denkweise, die sich um sich selber dreht. Es ist gar nicht so, dass man dann die ganze Zeit, ich bin die wichtigste Person oder so. Es ist viel unterschwelliger, dieses um sich selber kreisen. Man kann da auch angstvoll, oder hauptsächlich kreist man da angstvoll um sich selber, statt drüber hinaus zu wachsen. Statt zu sehen, dass es was viel Größeres als mich selber gibt. Das zu sehen, dass es, dass viele Sorgen in Relation oder neutral betrachtet gar nicht so schlimm sind, wenn man sie sachlich betrachtet. Und da sind wir wieder bei diesem Gegensatz Ichhaftigkeit und Sachlichkeit. Und genau diese Form von Depression, diese falsche Art zu denken, genau die führt, kann eben dann auch eher zum Burnout führen. Das ist immer dieses um sich selber kreisen in seinen Gedanken. Es geht immer darum, ja, mein Haus, wie kriege ich mein Haushalt hin? Wie kriege ich meine Kinder ordentlich erzogen? Wie kriege ich mein Körper, dass der ordentlich funktioniert. Wie ist es mit mein, ich? Und es ist gar nicht böswillig. Das ist auch überhaupt nicht wirklich egoistisch, sondern es ist einfach nur ichhaft. Es ist einfach in Prozentsatz, wenn man die Waage nimmt, dann ist die Waage gekippt und man denkt mehr an sich selber als sachlich.
Und natürlich muss man auch an sich denken, aber es muss in der Waage sein und es muss an der Realität noch dran sein. Und es darf vor allem uns nicht lähmen und uns nicht die Freiheit rauben. Ja, so viel dazu. Wenn natürlich die nächsten Stadien in einem Burnout schon erreicht sind, dann sucht euch bitte Hilfe. Dann seid nicht allein. Also mir geht es eher darum, dass man nicht in das Burnout erst reinrutscht. Okay, aber wenn ihr schon drin seid, dann sucht euch bitte Hilfe. Ja, das ist mein Anliegen für heute und wir sehen uns das nächste Mal.